Servus meine Lieben, ist der Patrick. Willkommen zu einem neuen Video von Charismatic. So meine Lieben, heute ein sehr, sehr leidiges Thema, die Glasreinigung. Selbst ich hasse es total, ich bin ehrlich zu euch, ich mag es überhaupt nicht. Aber natürlich gehören saubere Scheiben sowas von dazu, weil eine klare Sicht ist einfach was richtig Feines. Und wir wollten euch heute mal zeigen, wie wir die Gläser reinigen und mit ein paar Quick-Tipps, wie ihr mit zwei Lappen und natürlich einem guten Glasreiniger eure Scheibe perfekt sauber kriegt, vor allen Dingen von innen. Und zwar braucht ihr dafür zwei Mikrofasertücher. Das ist ein ganz normales Mikrofasertuch, das ist ein bisschen anders, das ist ein spezielles Glastuch. Aber wie gesagt, zwei normale Mikrofasertücher reichen komplett aus und die dürfen halt einfach nicht so stark fusseln, ne? Und natürlich dazu ein Glasreiniger. Hier haben wir unseren Platzhirsch, den Evox Clearview. Den benutzen wir immer und der ist auch einfach super, ne? Also kommt mal mit, auf geht's. Das Wichtigste ist, dass ihr einen Lappen dafür benutzt, wo ihr den Reiniger drauf macht. Ganz wichtig, viele denken immer Glasreiniger auf die Scheibe. Nein, immer auf den Lappen. So zwei, drei Spritzer genügen. Dann fangt ihr an, mit dem Lappen, wo der Reiniger drauf ist, die Scheibe im Kreuzgang zu reinigen. So, ruhig ein paar Mal drüber, dass der ganze Schmutz abgeht. Ich habe extra hier das Klebeband hingemacht, dass ihr ein schönes Vorher-Nachher kriegt. So, dann geht ihr mit den trockenen Lappen hinterher. Könnt noch gerne noch mal drehen, wenn irgendwo noch ein paar feuchte Reste sind. Geht noch mal hier oben drüber. Auch noch mal hier drüber. So. Ganz wichtig, da unten, da ist auch immer viel Schmutz. So, und dann kommt man hier rüber. Ich bringe mal das Licht. Seht ihr, wie sauber die Scheibe ist. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Fängt das ein? Was sagst du? Ja. Ja. Die rechte Seite ist ungereinigt. Da seht ihr, wie viel Schmutz noch ist. Oder vielleicht haben wir es zumachen, ne? Sieht man vielleicht besser. Ja, doch, doch, jetzt sieht man es besser. So. Genau, die rechte Seite ist gereinigt. Und die rechte Seite... Sorry, die rechte Seite ist gereinigt. Hier ist noch ein bisschen was vom Kleber. Jetzt passt das aber. So, also rechte Seite gereinigt, linke Seite immer noch stark verschmutzt. Seht ihr das, ne? Auf jeden Fall. Ein gutes Vorher-Nachher. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Also wie gesagt, ganz easy mit zwei Mikrofasertüchern und einem Glasreiniger habt ihr eure Scheiben wirklich wieder, sorry, ganz schnell wieder sauber. Und falls die Scheibe halt ein bisschen mehr verschmutzt ist, tut ihr einfach den Vorgang wiederholen. Klar, wenn irgendwann das Tuch zu nass ist, müsst ihr es halt mal austauschen, wieder gegen trockenes. Aber wie gesagt, mit zwei einfachen Schritten eine klare Scheibe. Und vor allem klare Sicht. Also meine Lieben, danke euch. Wenn ihr noch mehr so Videos haben möchtet, mit irgendwelchen Quick-Tipps, sagt uns Bescheid. Dann können wir gerne noch mal ein paar Videos machen davon. Und wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Drückt auf Abonnieren, auf Liken und bis bald.